Und schon sind wir wieder da, hier in der lustigen Eisgegend, worauf ich ziemlich viel Lust habe. Ich heiße euch jetzt mal wieder herzlich willkommen zurück zu diesem tollen Spiel, zu dieser blöden Stelle dieses tollen Spiels. Und ich habe heute richtig Lust zu zocken und ich bin ausnahmsweise mal nicht verpennt, weil ich gerade von der Arbeit komme. Ich habe gerade mir schnell was reingepfiffen und zwar nur mit Tomatensauce, sehr lecker, und dazu Tomatensalat. Habe ich natürlich nicht selbst gemacht, sondern meine Mama, die hat erstmal vorgesorgt. Und ich habe das Fenster aufgelassen, sehe ich gerade. Beziehungsweise höre ich das, ich hoffe mal, ihr hört das nicht. Ja. Ich habe mein Hemd sogar noch an. Vielleicht schneide ich jetzt ein lustiges kleines Bildchen rein. Und zwar genau jetzt. Und wie hat's euch gefallen? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich getan habe. Ansonsten ist dieser Kommentar ziemlich sinnlos. Ja, gut. Und diese Musik hier, die macht mich fertig. Und wieso laufe ich jetzt dreimal durch den gleichen Bildschirm? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich habe ja, glaube ich, erwähnt, was auch immer, dass ich die kämpfe von den Gegnern, die ihr schon kennt. Ah, guck mal, hier ist, glaube ich, die heiße Quelle, wenn ich mich recht erinnere, dass ich die rausschneiden werde. Allerdings weiß ich nicht mehr genau, welche Gegner ihr schon gesehen habt und welche nicht. Das heißt, es kann sein, dass jetzt ein paar Gegner doppelt kommen werden. Die habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Jetzt mache ich die einfach mal fertig. Eiskalt. Eiskalt, nochmal kalter Schnappen. Ah, ah, ah. Ich glaube, da merkt man schon einen gewissen Unterschied, ob ich jetzt gerade jetzt aufgestanden bin, nach einer durchzechten Nacht, oder ob ich jetzt gerade von der Arbeit komme und gute Laune habe. Und hier mit der Qualität in den letzten 4-5 Videos, ja, das hat sich erledigt. Ich finde die Qualität nicht sonderlich gut. Ich hatte nur keine Lust, die nochmal hinterher zu bearbeiten, deswegen habe ich halt ein paar Videos mit schlechterer Qualität. Ich hoffe mal, ihr werdet es mir verzeihen. Ich habe jetzt auch nicht unendlich Zeit, das ist nämlich das Problem. Boah, ist ja jetzt mal gut hier. Ich hasse solche ewig langen Attacken, die einfach ungefährlich für mich sind. Ich meine, die sind jetzt nicht unbedingt total ungefährlich, aber da muss ich schon ziemlich blöd sein, bis der mich tötet mit so einer Attacke. Okay, was ist das? Lass ich mal. Ah, das ist eine böse Attacke. Oh, schön, Gegenangriff war da. Stirb! Bitte nicht nochmal. Nein! Okay, Barrett ist tot. Hier, mach schnell dein Limit, bevor du stirbst. Okay, ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wenn ich die Gegner nochmal begegnen. Wenn ich den Gegner nochmal begegnen werde. So. Ich bin jetzt auch ein bisschen gut gelaunt, weil wir jetzt Donnerstag rum haben. Nein, Quatsch, wir Mittwoch rum. Es ist nur noch der Donnerstag da. Und, der Freitag. Der Donnerstag ist zwar noch ein voller Tag, aber der Freitag, da habe ich um 1 Uhr Feierabend. Um 13 Uhr. Wahrscheinlich früher, als manche von euch Schule aus haben. Ha! Ich lache mich tot. Okay, jetzt müssen wir hier die heiße Quelle berühren. Ist das nicht die heiße Quelle? ja. Gut. Aber bei den Kämpfen, wenn ich weiß, dass ihr die Gegner schon mal gesehen habt, dann, falls da irgendwas passiert, zum Beispiel ich bekomme ein neues Limit oder so, dann werde ich euch das sagen. Oder wenn irgendeine Substanz aufsteigt oder Level Up. Na gut, Level Up habe ich keine Lust, weil das vergesse ich selbst meistens. Halt nur bei besonderen Sachen. Okay, was erwartet mich jetzt? Habt ihr die schon gesehen? Ich weiß nicht mehr. Gefrorener Nagel. Ach komm, machen wir mal hier den einen Kampf hier. Geht ja fix. Oh, habe ich jetzt eigentlich die Klimmgefahr genommen und nicht den Klingelstrahl? Das war schon ein bisschen blöd von mir jetzt gerade. Hui! Boah, der ist so stark. Meine Fresse. Warum mache ich mit dem Dynamit eine Attacke, die auf alle geht? Ach, egal. Ich habe hier einen Frosch im Hals. Welch ein Zufall. Wow, 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 okay. Das ist auch nicht gerade schwach. Hey! Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr diese komischen Wölfe, Bandersnatch, oder wie die heißen, die habt ihr schon gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich möchte nicht wieder drei... Okay, das sieht schon mal anders aus. Hier ist Eis. Ich mag Eis. Nur nicht bei Jump'n'Runs. Wenn ich an Crash zurückdenke. Es wird übrigens bald, wenn ich Final Fantasy 7 durch habe. Das dauert ja doch etwas, in Anführungsstrichen.
Ja, da werde ich, einen kleinen Vote machen. Von wegen hier mit Spielen und, mit Spielen hier, welche Spiele da noch kommen und was ihr sehen wollt und so. Aber jetzt bitte noch nichts reinschreiben. Ah, Ding, das ist ein interessanter Gegner, weil den kann man nur mit einem Zauber töten, den ich sonst nie benutzen würde. Und zwar mit Demi. Weil jetzt kommt nämlich Miss oder ich glaube Null. Wenn ich ihn treffe, dann Null. Oder immer Miss, meinetwegen auch. Sonst kann man eigentlich keine Gegner mit Demi töten. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen überfragt gerade. Vertue ich mich gerade so extrem oder... Check ich nicht. Null, okay. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ja, guck mal, klauen wir was von dem. Versuchen wir es nochmal mit Demi. Todesstrafe, wie sieht es damit aus? Okay, scheint dir nicht so nicht zu interessieren. Und? Okay, wenn das jetzt nichts bringt, dann, ich wusste es doch. Man kann ihn auf jeden Fall, glaube ich, nur mit Demi verletzen. Hat mir mein Bruder damals gesagt. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Frag mich bitte nicht, warum ich den weiterhin angreife. Vielleicht, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit Dreieck zu drücken. Ich glaube, der ist jetzt auch tot. Oder? Nein. Kann man... Wieso zieht... Okay, ich bin gerade echt überfordert und ich hau einfach mal ab. Auf jeden Fall habt ihr ihn jetzt gesehen. Und man kann von den Phoenix-Federn stehlen. Ich reibe mir gerade die Stirn. Eine Denkerpose. Muss mal wieder heilen. Schon wieder. Ja, fuck, ey. Barry, du alter Heiler. Abzweigung. Ja, komm, gehen wir einfach. Oder? Was ist denn hier? Ha, schön. Oh, das sieht doch nach einer Höhle da aus. Hier so. So einigermaßen. So halb. Und da liegt was für mich. Ein Elixier. Ja. Okay, jetzt ist es doch weg. Gut. Hey. Boah, es wird ein Fest, ey. Boah, ich muss jetzt erstmal die heiße Quelle finden. Und dann diese Rotzhöhle, wo die Olle drin ist. Und hier gibt's 14 Millionen Wege. Oh. Und eine Eisfrau. Die kennen wir auch nur aus dem Tempel. Die heißt einfach nur Schnee. Das Gefährliche an den Frauen ist, die können uns verwirren. Und wenn wir verwirrt sind, dann greifen die Leute, also meine Leute greifen dann irgendwas an. Auch sich selbst oder meine Kameraden. Das ist dann nicht so sexy. Warte, jetzt immer einen Gegenangriff oder was, ey? Da kriege ich so einen Kotzreiz, ey. Also nicht, weil das jetzt so schlimm ist, aber das dauert einfach nur lange dann. Oh, Eis 2. Zieh dir mal was an. Oh, oh, wow. Warum hast du jetzt einmal so viel abgezogen bekommen, Freund? Oh, hier weiß er wenig. Ich merke, das ist eigentlich nicht unbedingt klug, dass ich jetzt dem Barrett beide Heilzauber gegeben habe. Einmal weißer Wind und, Headset. Und den normalen Heilzauber. Wird der Zauber von der immer stärker oder so? Kann das sein? Ja, das bringt doch nichts. Check das doch mal. Alle 478. Bist du langsam mal tot? Danke. Oh, ich habe heute den ganzen Tag irgendwie so einen halben Wadenkrampf. Das ist zum Kotzen, echt. Boah, wenn man im Büro arbeitet, sitzt man ja viel. Wenn man dann nach 2 Stunden sitzen endlich mal aufsteht irgendwie, dann rastet meine Wade voll aus. Nehmen wir mal den mittleren Weg. Oh, ich hasse es. Diese Musik dabei. Boah, die macht mich fertig.